Das Friedenscamp 2024 in Berlin wurde am Samstagabend, den 3. August, direkt nach der Demonstration von Querdenken 7.11 in der Hofjägerallee eingerichtet. Es wurde aber am Montag, den 5. August, zwischen Hofjägerallee und der Straße des 17. Juni verlagert, direkt am großen Stern bei der Siegessäule. Warum und wie das gelaufen ist, das erfahrt ihr hier. Eduard ist der Versammlungsleiter und wir sprechen jetzt über den Ablauf und vor allem erstmal, warum kam der Umzug zustande? Also die Polizei sprach von einer Havarie in der Innenstadt von Berlin, die dazu geführt hat, dass eine Verkehrsachse, eine wichtige Verkehrsachse ausgefallen ist und mit unserem Freiheitscamp eine weitere wichtige Verkehrsachse in der Nähe ausfiel. Also die Polizei hat eine Lösung gesucht, um das erwartbare Chaos mit zwei gesperrten Verkehrsachsen zu verhindern. Und in diesem Zusammenhang ist die Polizei dann auf die Idee gekommen, unser Freiheitscamp zu verlagern oder zu verändern in der Form, dass in der Hofjägerallee, wo wir waren, wieder fließender Verkehr in irgendeiner Form möglich war. Der Polizeiführer oder Einsatzleiter hat mit uns natürlich Verbindung aufgenommen, hat ausgelotet, wo wir stehen und hat uns die Situation erklärt. Und dann haben wir im Grunde, sie haben sich ziemlich offen geäußert. Also wir hatten nicht das Gefühl, dass wir jetzt von der Berliner Polizei in irgendeine Ecke gedrängt werden sollen, ließen es insoweit offen, dass man uns zumindest das Gefühl gab, was ich dann hinterher auch bestätigt hatte, eine Lösung zusammen mit der Polizei zu finden. Und unerwarteterweise, muss ich zugeben, ne? Und wir haben dann unser Programm geändert, was im Grunde schon geplant war im Freiheitscamp, und haben statt unsere fachspezifischen Dinge, die uns interessieren, dann diskutiert, welche Möglichkeiten für uns in Betracht kommen. Genau, da gab es ja am Tisch eine Diskussion. Jeder hat seine Meinung, seine Erfahrung beigebracht. Und da war natürlich, ist aufgrund der letzten Jahre immer so die Vermutung, man will uns hier weghaben oder hier so ein Stückchen, dann da ein bisschen verkleinern und irgendwann ist das ganz weg. Aber erzähl mal weiter. Ja, also wir waren ja ganz frisch beisammen. Die Crew, es waren etwa 40, 50 Menschen, die da saßen und die sich frisch zusammengefunden hatten, und in diesem Kreis hatten wir jetzt als wirklich ein ernsthaftes Problem. Jedem war klar, dass wir, zumal etwa 10.000 Menschen in dieser Hofjägerallee im Freiheitscamp angemeldet waren, uns war klar, dass wir aufgrund der wesentlich geringeren Anzahl von Aktivisten in der Hofjägerallee nicht den Stand hatten, als wenn es mehr gewesen wäre. Es waren etwa, ich schätze jetzt 20 bis 25 Fahrzeuge. Die Hofjägerallee war weitgehend leer und da war eigentlich den meisten von uns klar, oder eigentlich allen, dass wir hier schon eine gewisse Kompromissbereitschaft zeigen mussten. Aber das hat die Situation nicht einfacher gemacht, weil natürlich von unserer Seite dann auch entsprechend einige Vorschläge dann erarbeitet oder diskutiert wurden, für die ein Ergebnis gefunden werden musste. Genau, also eine Möglichkeit war ja, dass eine Spur freigegeben wird, das heißt in der Straße, die zwei- oder dreispurig ist, da ist also nur so ein Standstreifen, dass man da ein Stück rüberrückt, die Zelte auf die Grünfläche, wo der Wald anfängt, verlegt, da hätte aber das Grünzeugsamt, ich weiß jetzt gerade nicht, wie man es richtig nennt, also das Amt, was für die Grünflächen da zuständig ist, hätte wahrscheinlich gesagt, nee, das geht dann nicht. Da wurde auch erzählt, dass es mal ein Zelten beim Reichstagsgebäude gab. Da mussten die wohl als Auflage alle zwei Tage das Zelt umstellen, damit die Wiese ja
noch soweit in Ordnung bleibt. Und wir hatten später einen Landschaftsgärtner dabei, den habe ich dann mal gefragt, ist das denn nicht so, wenn die Zelte dann weg sind, dass das Gras nochmal von selber in die Gänge kommt? Und der sagte, ja klar, also ich sage mal so, die Natur, die erholt sich in irgendeiner Weise immer. Ich habe dann so ein bisschen den Vergleich gemacht mit dem Haufen Öl, der jährlich im Meer landet, das verschwindet ja auch irgendwann. Aber dann gab es halt so ein bisschen ja, Diskurs, weil es dann heißt, ja, wenn man nachher da auch nicht dürfen, dann müssen wir wieder weg. Und dann ja, gilt es ja vielleicht als neues Camp und mit neuen Auflagen. Aber dann kam die Idee von einem aus dem Orga-Team hier, das Ganze Richtung Siegessäule zu verlagern. Dann gab es nur noch den Punkt, dass die Zelte vielleicht nicht ordentlich befestigt werden können. Aber da gab es scheinbar jetzt auch eine Lösung. Das steht alles hier. Und die Kommunikation mit der Polizei, die ist eigentlich auch ganz gut gelaufen, oder? Also die Gespräche mit der Polizei, also es war auch das Prozedere bis zur Entscheidungsfindung, hatte einen demokratischen Anstrich, auch mit der Polizei. Wir waren 2,5 Stunden in der Diskussion. Wir haben unsere Zwischenergebnisse an die Polizei über die Einsatzkräfte vor Ort übermittelt. Und von dort kamen dann immer zwischendurch Vorschläge von der Polizei. Und so haben wir uns dann einem finalen Ergebnis nähern können. Und am Schluss war es so, als klar war, als sich die Komplexität in den verschiedenen Vorschlägen bei uns reduziert hatte, bei der Polizei wohl auch, kam für uns oder für mich auch überraschend das Angebot von der Polizei, sich einem unserem ersten Vorschlag zu nähern, nämlich die Siegessäule, aber nicht ganz so, wie wir es uns vorgestellt haben, nämlich direkt an der Säule, sondern zwischen Straße 17 zum 17. Juni und zwischen Hofjägerallee den Randbereich mit 2 Fahrspuren für uns zu reservieren. Und also man hat es in den Gesichtern angeschaut, auch von uns, von Aktivisten, dass wir wohl mehr oder weniger spontan mit dieser Lösung einverstanden waren. War natürlich dann mit einem gewissen Aufwand verbunden, die Fahrzeuge, Zelte, alles, die Aufbauten, alle wieder abzuräumen und an das Siegensdenkmal zu verfrachten. Insgesamt sind wir aber jetzt mit dem Platz, an dem wir hier stehen, sehr zufrieden. Er hatte gute Energie. Mit dem Blick auf die Siegessäule, also das ist die Botschaft hier in diesem Freiheitscamp für uns, wo wir jetzt ja eigentlich schon 4 Jahre auf den Sieg warten. Und sehen wir jetzt symbolisch, ne, samt dem guten Wetter, dieses Camp hat durchaus einen Segen, auch wenn wir uns jetzt hier mehr Teilnehmer gewünscht hätten. Auf der anderen Seite haben wir dann auch mit dem Segen der Umstände, des Wetters jetzt, haben wir jetzt richtig schöne, gute Tage verbracht mit einem sehr vielseitigen Programm, was uns weitergeführt hat und nicht nur, weil wir nicht nur dabei sind, die Wirklichkeit anzuklagen, wie es schon 4 Jahre läuft, sondern wir sind hier im Camp wirklich bemüht, Lösungen nicht nur zu suchen, sondern zu finden, diese zu diskutieren, auch mit Leuten, die echte Lösungen erarbeitet haben und insgesamt hier im Camp wirklich eine gute Energie mit guten Menschen und was mir eigentlich sehr viel Hoffnung macht für die Zeit danach. Ja, also es gab 3 Pläne zu dem Umzug von dem Friedenscamp. Plan A wäre da zu bleiben, genau. Plan B zur Siegessäule oder Plan B war glaube ich auch zu der Wiese, was wohl eher unwahrscheinlich gewesen wäre und Plan C eben hierhin. Und ich habe auch so den Eindruck, dass es bei allen wirklich für Zufriedenheit gesorgt hat. Heute gab es einige Vorträge, gestern auch schon ein bisschen. Es hat natürlich eine Zeit lang gedauert, bis das Ganze wieder so aufgebaut war. Es gab auch ein bisschen Probleme mit Fahrradfahrern, weil vorne an der Ecke, an beiden Ecken hier, ist der Hinweis, dass Fahrradfahrer absteigen sollen. Zumindest also nur in dem Bereich hier.
Es sind aber auch einige, die durchfahren. Es geht natürlich um die Sicherheit, dass es hier keine Kollision mit Fußgängern gibt oder mit Campern. Aber ja, es fahren auch klassische Fahrradfahrer hier vorbei, die das N-Wort rufen oder andere Beleidigungen. Aber das hat man eben so. Ansonsten sind vielleicht ab und zu mal welche, die hier kurzen Blick reinwerfen, während hier die Vorträge laufen. Also interessant war, vielleicht nochmal zurückzukommen auf die Diskussion über die Verlagerung, dass die Polizei selber einen Vorschlag gemacht hat, also Linke von der Fahrbahn zur Hofjägerallee zum Siegesdenkmal. Nur die Linke war die, das sind ja drei Spuren, die linke Spur frei zu machen und wir dann auf den rechten beiden Fahrspuren, also im fließenden, wir wären das direkt am fließenden Verkehr gewesen und dann mussten wir auf eine Gefahrensituation, die dann geschaffen worden wäre, aufmerksam machen. Sie sind also auch von diesem eigenen Vorschlag, der uns gefährdet hätte und wahrscheinlich auch den fließenden Verkehr zurückgetreten. Ja, und hier haben wir tatsächlich das Problem mit den Radfahrern. Es ist tatsächlich so, der Radweg ist gesperrt, samt zwei Fahrspuren im inneren Ring des Siegesdenkmales. Aber die Berliner Radfahrer, einige sind beanspruchen, trotz Sperrung, trotz Polizei, trotzdem diesen Radweg, diesen zu befahren. Und einige zeigen wenig Verständnis, vom Fahrrad absteigen zu müssen, auch wenn sie dann mitten in unserer Kundgebung Hindernissen ausweichen müssen und uns veranlassen, dann zurückzuweichen oder teilweise zu erschrecken, wenn sie an uns mit hohem Tempo oder relativ hohem Tempo an uns vorbeifahren. Also diese Geschichte ist nicht unproblematisch. Unsere Gegenmaßnahmen, die Polizei verhält sich da sehr passiv. Die glauben anscheinend, mit der Absperrung hat sich's getan. Wir versuchen durch eigene Maßnahmen mit einer künstlichen Verkehrsführung die Situation etwas zu befrieden. Gelingt nicht so wirklich. Aber ansonsten ist ja trotzdem gute Energie, wir kommen vorwärts und wir sind ja wirklich, wir fühlen uns auch nicht gestört in irgendeiner Form, bis auf die Scharmützel manchmal mit einigen Radfahrern. Ja, also am Anfang hat die Polizei eigentlich noch ganz gut kontrolliert, aber mittlerweile sind sie nicht die ganze Zeit hier, nur so ein bisschen mäßig besetzt. Ja, sie haben ihre Präsenz deutlich zurückgefahren. Kann natürlich an, meinen wir sind genug, wir besetzen jetzt diesen Bereich des Siegesdenkmals von der Straße 17. Juni bis zur Hofjägerallee. Also insgesamt sind schon einige Fahrzeuge, 25 bis 30, wenn ich jetzt ganz grob hier die gegenwärtige Situation überblicke. Aber Sie merken auch, dass hier friedlich zugeht, dass hier fachlich zugeht, dass Sie mit uns, dass Sie Ihre Anliegen, wenn mal ein Plakat dort hängt, wo es nicht hängen soll, dass wir unsere Interessen gegenseitig nicht nur vertreten, sondern auch entsprechend reagieren, wie es erwartet wird. Und das gilt für beide Seiten. Und so haben wir eigentlich jetzt hier, erleben wir hier schöne Tage. Ich wünsche mir eigentlich jedes Camp so und ich bin motiviert, wieder an einem solchen Camp ich selber beizutreten. Ich glaube auch, dass und die Teilnehmenden hier, die jetzt seit dem Demo-Umzug am Samstag hier sind. Ein Teil kam ja auch später erst. Ein Teil kam auch später. Wenige sind schon gegangen aus beruflichen und sonst familiären Gründen. Wir hoffen, dass noch welche dazukommen. Aber bis zum 13. August geht das ja noch. Es soll bis zum 13. August gehen. Wir sind jetzt aber vorsichtig geworden, über längere Zeit vorzuplanen. Also auf jeden Fall ist geplant bis zum 13. August und wir wünschen uns, dass mit der Zeit, wir wünschen uns Fluktuation, vor allen Dingen in Form von Zuwachs. Super, dann haben wir auf jeden Fall noch eine schöne Zeit hier und morgen gibt es dann auch noch Vorträge. Ja, morgen gibt es was ganz Besonderes neben Vorträgen. Wir machen morgen einen Gesprächskreis zur Corona-Aufarbeitung. Und dann was ganz Besonderes, wir gehen in die Natur,
Wir machen eine botanische Exkursion mit dem Berliner Gartenwiesel. Mal sehen, wie sich, lernen wir noch was anderes zu. Wie gesagt, es geht für die Zeit danach. Und es geht darum, dass wir selbstständig werden. Und da gehört natürlich dazu, nicht unbedingt nur von den Regalen der Lebensmitteldiscounter angewiesen sein. Ist ganz gut, wenn man weiß, was man draußen in der Natur, was sie uns schenkt, ohne industrielle Umformung. Ja, also Essen und Trinken gibt es hier genug. Heute wurde schon durchgesagt, dass wir jetzt mal mit Einkaufen stoppen, weil wir Überschuss haben, dass nichts weggeschmissen werden muss. Ja, es ist natürlich wie allgemein auch sehr schwierig, das Maß zu finden. Ja, abzuschätzen wieder. Genau, es lässt sich auch nicht abschätzen, weil wir eine selbstorganisierte Organisationsform hier haben. Das heißt, wir machen natürlich diese Tagesplanung, aber die ergibt sich immer kurz vorher, manches Mal auch spontan, wie der Umzug dann. Und das ist die eigentliche Herausforderung, das im Konsens mit völlig verschiedenen Meinungen und Erwartungen hier zum Ergebnis zu bringen, in jeder Hinsicht. Ne? Und bisher hat es richtig gut geklappt, also die verschiedenen Interessen, auch was die Vorträge betrifft, zusammenzubringen. Die Leute haben, wenn sich ein Vortrag natürlich nicht zum Gespräch geführt hat. Sie haben aufmerksam zugehört, es wurden interessante Fragen gestellt. Wir hatten, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, richtig gute Referenten bisher hier. Und ich gehe mit einem Wissenszuwachs nach Hause. Ich habe ja gerade bei einem Vortrag, wo es wirklich auch dann systematisch um Selbstorganisation ging, mit dem Helfer-Konzept, also ganz tolle Erfahrung gemacht, dann auch mit Möglichkeiten der digitalen Vernetzung, die ich für existenziell halte für die Zeit danach. Also Vernetzung überregional ist ohne die Möglichkeiten der digitalen Kollaboration nicht mehr möglich. Mit der können wir überregional wirklich vernetzen, nicht nur vernetzen in Form von Kontakt bleiben, aber nicht nur digital, sondern auch analog und die gerade verhindern sollen, wenn alle über alles Bescheid wissen wollen, dass man diese Situation, diese etwas direktere Form der Demokratie, die wir Basisdemokratie nehmen, dass die nicht überfordert, dass man von den Informationen, wir wollen uns ja in der Lage versetzen, kollektive Entscheidungen zu finden, nicht zu suchen, sondern zu finden, kollektive Entscheidungen, bei die alle mittragen können. Und das üben wir hier in diesem Camp jetzt. Super. Solange noch Menschen da sind. Ja, also die einige der Beiträge könnt ihr bereits in den nächsten Tagen auf meinem Kanal finden. Ich glaube, hier sind die Mücken unterwegs. Ja. Muss ich mir wohl auch mal eine lange Hose anziehen. Also, bis dahin. Bis dahin.